Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem Video hier von mir. Heute habe ich wieder meine Schwester am Start. Hello. Folgt ihr auf jeden Fall auch gerne auf ihrem YouTube-Kanal und auf Instagram, verlinke ich alles in der Infobox. Wir haben nämlich gerade zeitgleich ein Video hochgeladen. Und zwar Du beantwortest Fragen über mich. Dürftet ihr Fragen an mich stellen und die beantwortet sie. Das wird sehr exciting, glaube ich. Hör mal. Und das gleiche haben wir andersrum auf ihrem Kanal gemacht. Da habe ich Fragen über sie beantwortet. Und ich glaube, es ist ganz lustig, das mal so aus der Perspektive der Schwester zu sehen. Falls ihr interessiert daran seid, wie gesagt, bleibt dran. Und sonst bleibt auch dran, dann seid ihr ein Ehrenmann. Abonniert natürlich auch gerne meinen Kanal, weil... Leute, da muss ich mal mich beschweren. Nutzer ohne Abo, die meine Videos gucken, 58,2%, Leute. Das heißt, nur 37% der Zuschauer sind Abonnenten. Abonniert meinen Kanal, hör mal. Sonst machen wir jetzt hier nicht weiter, sofort. Oder? Ja, genau. Sonst drehen wir nicht. Stopp und abonnieren. Renate, ich habe gesehen, du hast das noch nicht gemacht. Danke sehr. Okay, dann können wir jetzt auch loslegen, wenn alle das gemacht haben. Also wie war es für dich, als ich von zu Hause ausgezogen bin? Ich muss sagen, am Anfang war ich irgendwie voll traurig. Ja, ich hab euch damit voll überrumpelt. Ja, genau, es ging halt übel schnell, so, keine Ahnung, von einem Tag auf den nächsten hieß es auf einmal so, ja, wie sieht's jetzt aus? Ich wusste nicht mal, dass ihr nach Wohnung gesucht oder so. Keine Ahnung, ich meine, wir hatten dann ja eh nicht mehr so krass, dass man so immer zusammen im Zimmer gechillt hat. Ja. Aber wir hatten ja dann schon wieder ein besseres Verhältnis, so, und gehen dann zu Pubertät oder so. Deswegen war schon ein bisschen sad, aber... Die Wohnung war geil und ich habe dich ja auch oft besucht. Ja. Jetzt immer noch. Ja. Früher war ich halt noch nicht ganz so weit weg wie jetzt, aber es geht trotzdem. Das war auch gut, dass es halt nicht so weit weg war, dass man halt so für wusste. Den Anfang auch. Genau. Für mich war es auch am Anfang gut, da konnte ich immer noch voll viel bei Mama und so. Same. Ja, same. Sie ist einfach über meine Mutter gezogen. Wie war es für dich, als du mitbekommen hast, hast du mitbekommen, als ich das erste Mal betrunken war? Ich glaube nicht. Wie war es, als du wusstest, dass ich Alkohol trinke? Egal. Ich habe keine Ahnung, ich erinnere mich daran nicht. Habe ich das mitbekommen, wo ich das erste Mal dich betrunken? Ich kann mich irgendwie nur daran erinnern, wo wir angefangen haben, zusammen so zu trinken. Aber ich weiß nicht, was da einfach. Oh Gott, Leute, wir hatten zusammen so lustige Saufabende. Ey, oh mein Gott. Weißt du noch, wo du in dieser Kneipe auf die so hingefallen bist? Das war an meinem Geburtstag. Ich habe so eine Strumpfhose, ich habe sie irgendwie 6 Monate lang nicht angezogen, damit sie kein Loch kriegt. Und dann, bevor wir überhaupt gestartet sind, mache ich ein Loch in die Hose. Wir mussten so pullern, während wir auf den Bus gewartet haben. Und dann sind wir in so einer richtig abgeranzten Kneipe auf Klo gegangen und sie ist einfach die Treppe runtergefallen. Aber was war das für eine Treppe, bitte? Das war so eine steile Treppe in so einen Keller rein. Aber dann ist sofort die ganze Strumpfhose. Das war's dann auch. Wie war es für dich, als ich mit YouTube angefangen habe? Also fand ich auch nicht so schlimm. Also, nicht so cool. Na, was heißt schlimm? Also ich fand es irgendwie nicht so komisch. Ich weiß nur, das weiß auch genau, wie du dann zu mir so kamst und meinst, ja, ich habe übrigens mit YouTube angefangen. Und dann habe ich mir so deine Videos angeguckt und ich weiß nicht, es war eigentlich normal. Es wirkte direkt, es hat gepasst irgendwie. So. Ja. Also ich fand es jetzt nie so, oh Gott. Ich finde irgendwie auch, dass es voll zu mir passt. Ja. Also auch schon so von meiner Entwicklung, die ich sonst so gemacht habe. Ich war ja immer schon so voll mitteilungsbedürftig. Ja, auch so Facebook und sowas ja, früher. Ja, oh Gott. Aber ich fand jetzt, also... Ich fand es auch nie irgendwie peinlich oder so. Ja. Ich glaube, also ich finde, ich habe mich in den alten Videos schon anders benommen. Ich habe ja immer so ein Video gemacht, wo ich so auf die ersten Videos reagiert habe. Es war echt cringe. Aber also ich finde auch, es irgendwie zu mir passt. Also thank you. Fame wurde, hat jemand hier gefragt. Wie war es, als sie Fame wurde? Also oder als ich gemerkt habe, ja, was es so für Ausmaß ja, hat. Ja, oder wann hast du das gemerkt oder so? Also wann jetzt genau, keine Ahnung, aber... Am 30. Ja, weiß nicht, wenn man halt so zum Beispiel... in den Shoppingstraßen hier ist und man dann irgendwie so wirklich merkt, dass die Leute so tuscheln oder so und dann halt zu dir kommen und so Fotos wollen, ja. Da hat man dann halt schon gemerkt, so, okay, krass, so, das gucken halt voll viele. Mhm. Oder auch wenn ich mit auf die Glow kommen durfte oder so, das ja, war stimmt. Krass, das eine Mal, wo du so einen Stand hattest, ja. Da hat man schon gemerkt, so okay. Ja, das ist echt krass, das stimmt schon. Das hat schon Ausmaße angenommen, schon tja. Nicht schlecht, verdient. Wow. Oh, thank you. Wie war es für dich, als ich in dieser einen, okay, eigentlich waren es ja zwei, also wie war das immer für dich, wenn ich in so ganz schlimmen Beziehungen war, das ist jetzt kein Roast an meine Ex-Freunde sein, sondern das hat einfach ja nicht so gepasst, dass man ja so übel die toxischen Beziehungen und so. Ich weiß, dass es früher mit dem ersten so ein bisschen weird war irgendwie, weil ich den noch nie gesehen habe und wir waren halt irgendwie beide so zurückhaltend. Also ich habe, glaube ich, ein Wort mit dem die ganze Zeit geredet. Ja, stimmt, mein erster Freund war richtig schön. Stimmt, oh mein Gott. Ich war einmal mit ihm im Zimmer, wie wir erzählen sollen, ich erzähle dir. Ich war einmal mit ihm im Zimmer, weil du mich dann geholt hattest, irgendwie nach Weihnachten oder so. Und dann sollte ich so mit ihm Gitarre spielen, weil er das irgendwie konnte. Oder wolltest du, dass wir so irgendwas mal zusammen machen? Das war mir aber auch voll weird, weil er dich auch nicht getraut hat. Ja, er wollte aber voll gerne mit dir Gitarre spielen. Echt? Ja. Ach, vielleicht hast du mich deswegen geholt. Ja. Aber irgendwie war das dann so voll so, ich war so schüchtern, er war so schüchtern. Dann so, ja. Das stimmt, er war voll krass, das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, aber der war ja übel schüchtern. Der hat ja auch nie mit Mama und Papa geredet und so. Ja. Ja, aber sonst habe ich da auch damals nicht so viel von mitbekommen. So dumm und ich habe mit seinen Eltern auch nie geredet. So. Ich weiß auch nicht, was das für eine... Wir waren irgendwie richtig komisch. Halt auch noch jung. Wie war es, als ich mein
ersten Liebe. Okay, keine Ahnung, hast du das mitbekommen, als ich so einen Liebeskummer hatte? So, Papa, mein Maus ausgerastet ist oder so. Das habe ich schon mitbekommen. Ja, war halt scheiße. So, blöd. Was soll ich dazu sagen? Hier ist so eine Frage, die ich so lustig fand, da müssen wir mal einiges klarstellen. Es hat nämlich jemand gefragt, wie war es für dich, als Sonny ihr erstes Wort gesagt hat? Wir müssen dazu sagen, dass ich halt die ältere Schwester bin, deswegen fand ich das einfach mega lustig. So, wie war das denn für dich, Corinna? Es wäre voll cool, wenn man sich erinnern würde, was du das erste Mal zu mir gesagt hast. Ja, übel. So dein erstes Wort zu mir. Ich habe bestimmt irgendwas wie Schwester oder so gesagt. Okay, das kann ich mir leider nicht mehr dran erinnern. Nee. Wie war das denn für dich, als ich mit Marcel zusammengekommen bin? Was hast du da gedacht? Am Anfang habe ich mir halt nichts gedacht, weil ich halt, also du hast ja gesagt, dass er so YouTube macht, aber ich kannte ihn halt nicht so. Aber wenn man halt so mit Freunden darüber geredet hat und die dann kannten, dann dachte man nicht so, hä? Ja. Weird und so. Aber Marcel habe ich auch vor lange nicht gesehen. Er hat irgendwie eine Woche bei uns gewohnt halt. Ja. Und ich bin ihm am allerletzten Tag irgendwie nur einmal begegnet. Mama ja auch irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Aber also ich bin ja auch extra nicht reingekommen, so, weil ich irgendwie auch Angst hatte. Wir hatten jetzt kein großes Haus, das muss man dazu sagen. Also ein Zimmer halt. Ja. Dein Zimmer ist genau gegenüber von meinem. Eine Vierzimmerwohnung, oder? Ja. Aber ich habe ihn auch nie gesehen, irgendwie so, wenn er so rausgegangen ist kurz. Oder ja, aber ich war ja auch mit ihm voll viel auch unterwegs und so. Das war Reisen. Aber er war schon immer nett. Ja. Ja, er war auch immer direkt so offen, er war klar. Ja, das ist. Wir haben doch dieses eine Video gedreht. Ich glaube, da habe ich ihn sogar fast zum ersten Mal gesehen. Diese eine Challenge. Aber wer kennt mich besser? Ja, da habe ich ihn, glaube ich, zum ersten Mal so richtig gesehen. Da habe ich mich direkt so neben euch ins Bett gesetzt. Das Video können wir jetzt aber unten verlinken, wenn es das noch gibt. Okay. Wie war es für dich, als ich bei Krass Klassenfahrt mitgespielt habe? Hast du dir mal Folgen oder so angeschaut? Ja, ich habe mir, glaube ich, aber nur 2 Folgen angeguckt, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich fand es also auch nicht. Also, ich fand es lustig. Ja, nicht cringe oder so? Nö. Dann, okay. Das hat ja Spaß gemacht, habe ich ja mitbekommen. Die Dreharbeiten und so. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wie fandest du es, als deine Schwester Sachen bekommen hat, die du auch wolltest und die sie aber dann nicht mit dir geteilt hat? Ist das überhaupt mal vorgekommen oder war es eher andersrum, Corinna? Oh Gott, Es war immer andersrum, Mama. Was hat das so falsch gemacht? Keine Ahnung. Okay. Es ist nämlich nie vorgekommen. Aber jetzt hast du viel mehr als ich. Ja. Eigenleistung. Ja. Und die Leistung der Loops Crew. Richtig. Was hast du gedacht, als wir Schubi bekommen haben? Richtig süß. Ich fand es einfach so süß. Ich habe mich direkt gefreut. Da habe ich euch ja auch nicht richtig eingeweiht, ne? Nee, na, ein bisschen. Ja, an Weihnachten. Du hast mir so die Fotos geschickt und so, und dann, ja. Wo ihr noch überlegt, wo ihr, du meinst, der soll es sein und so, der ist so süß und ja. Da. Das noch an Weihnachten habe ich meiner Familie, also die habe ich glaube ich schon früher gesagt, aber Mama und Papa so gesagt, ja, wir wollen uns jetzt einen Hund holen. Ja. Weil da stand es ungefähr so fest und dann so 2 Wochen später oder so haben wir ihn ja geholt. Und ja, die waren not amused. Die dachten auch irgendwie, dass ich es nicht mache. Und dann weiß ich noch, als ich ihn dann hatte im Auto so, habe ich ihr so ein Bild, so ein Foto geschickt mit mir und ihm so und sie war so, oh mein Gott, hast du das jetzt echt gemacht? So. Ich? Nee, Mama. So. Und du warst nur so, oh mein Gott, want meat? Ja. Want meat, ich will Fleisch. Hundefleisch. Wie war es für dich, als ich in die Schule gekommen bin? Also ich fand's cool, weil ich wollte auch voll gerne, wir wollten früher irgendwie immer voll gerne in die Schule. Nee. Doch, als ich erste Klasse. Ich hatte voll Angst vor der ersten Klasse. Ich dachte echt? Irgendwie, in meiner Schule steht man. Nee, also ich habe mich eigentlich auf die Schule gefreut. Und ich weiß, dass du mir schon immer so probiert hast, so Englisch beizubringen oder so. Echt? Ja, ja. Ja, mit diesem... wir hatten noch diese Kassette. Ja, genau. Wie hieß das? Oh mein Gott, ich würde die voll gerne mal wieder hören. Irgendwie so Englisch lernen mit der kleinen Hexe oder so. Ja, doch. Und dieses Computerspiel. Dieses... Doch, wo man immer diese Pendeluhr hatte und so. Und diese Mäuse oder so. Keine Ahnung. Doch. Und was war da noch? Keine Ahnung. Da waren immer so Spiele und zwar auf Englisch. Wo Mama letztens hat sie dir auch das Lied geschickt, wo sie das gesungen hat? Mhm. Klick, die Klacke, die Klacke. Oh, krass, ne Leute, man verbringt so viel Zeit damit, so einem Computerspiel und erinnert sich aber später nicht daran. So. Also ich fand's cool, dass sie in die Schule gekommen ist. Hast du von mir mitbekommen, dass ich immer so Angst habe und so voll viele Komplexe und so, dass ich so paralysiert bin? Bei was zum Beispiel? Also was mir übelst im Gedächtnis geblieben ist, als wir in unsere Wohnung, also wir sind einmal umgezogen und dann hatten wir halt so einen Garten. Und dann hat's einmal. Also du meinst, als wir von der alten Genau, in unsere, also in die jetzige. Mit Mama und Papa. Genau. Mhm. Und dann hat es irgendwie so voll doll draußen geregnet und wir waren so im Garten und dann waren da halt so Nacktschnecken. Und ich weiß noch, dass du dann auf eine Nacktschnecke getreten bist und du hast dich erstmal übelst geekelt und dann hattest du aber irgendwie so einen Anfall und dachtest, du wirst jetzt zu einer Nacktschnecke, weil dein Fuß schon klebrig war. Aber es war ja von dem Schleim. Das war wie du mutierst. Oder wo du von so einem Eis irgendwie das Papier aus Versehen mitgegessen hast, das war auch ein Drama. Oder Fahrstuhlfahren, ja, das war auch echt schlimm. Ich weiß noch, deine eine Freundin, da war ich mit Mama und wir haben dich eigentlich abgeholt.
Und sie hat aber irgendwie so, keine Ahnung, in unserem Hochhaus gewohnt und wir mussten Fahrstuhl fahren. Ja. Und ich habe so lange mit Mama unten oben geredet, dass ihr dann runterkommen musstet. Das ist echt, das sind so Ängste, die sind so komplett beknackt. Ja, damals war es wirklich beknackt. Warst du einmal eifersüchtig auf Sunny? Safe. Who dat? Ey Leute, bei mir hat gerade eine Nachbarin geklingelt, weil ich ein Paket angenommen habe und es lag jetzt hier schon so seit, keine Ahnung, vielleicht so anderthalb Wochen oder so. Oder nein, nicht mal, eine Woche. Und dann hat sie mir jetzt so eine Schokolade, also auch noch meine Lieblingsschokolade, also she didn't know, ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen, aber meine Lieblingsschokolade gebracht. Macht man das so? Ich glaube, ich mache das jetzt auch. Voll süß. Machst du das auch manchmal? Ich habe noch nicht, aber es kommt voll gut an. Übel. Ich hole mir jetzt so einen Vorrat für Vorsätze. Sowas. Wirklich, ja, 2020 wird mein Jahr. Ach so, warst du mal eifersüchtig auf mich? Fällt dir irgendwas ein? Das klingt jetzt doof. Ich sag mal so, die Phase, wo du so voll viel mit so Freunden warst. Mhm. Da fand ich das halt so voll cool, dass du so viele Freunde, also ja. Ich hab ja auch Freunde, aber ich fand's irgendwie, also was heißt eifersüchtig, aber ich fand's halt irgendwie so cool, dass du so offen warst und so und so gar kein, oder ich find's immer noch cool, dass du so offen bist und so gar kein Problem hast mit Leuten zu reden, auch wenn du die nicht kennst und so. Mhm. Aber ist das eifersüchtig? Ja, nee, vielleicht ein bisschen so, dass ich halt auch gern manchmal so, wäre, ein bisschen mehr. Ja, krass. Ja, und auch irgendwas von Spielen und so bestimmt auch eifersüchtig gewesen, aber fällt mir jetzt nichts ein. Du durftest mit 14 schon raus, wo ich mit 20 raus durfte, so gefühlt. Okay, ich würde sagen, Teil 2, genau umgekehrt, werden wir jetzt auf Corinnas Kanal machen. Abonniert sie auf jeden Fall auf Instagram und auf YouTube. Und checkt jetzt das Video aus. Und dann würde ich sagen, gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.